Schnitzel sie weg, heißt bei uns. Zu Teil 2 zum Let's Play Battlefield 3 zusammen mit dem Belvianix und yeah. dem Asian Mon. Yo Mon. Dieses Mal spiele ich mal wieder mit der AOG, dem Schalldämpfer, dem Griff und ich glaube, das war's sogar. Ich habe kein Visier dran. Ja. MP7. Danke. Ja, der MP7 Noob. Nun denn. So. Also bei Teil 1 lief es jetzt nicht so wahnsinnig toll. Wir hatten zwar, gut. Von dir war die KD einigermaßen akzeptabel, bevor du rausgeschmissen wurdest, weil du einfach so scheiße spielst. Ja, wenn sie aber, mir im Weg stehen. Ja, genau, hätte ich auch gesagt. Dann versuchen wir mal, ob wir das hier besser hinkriegen. Also ich auf jeden Fall nicht, das ist schon mal klar. Weil mit der MP7 kriege ich sowieso nichts hin. Aber ich muss sie mal ein bisschen aufleveln. Deshalb... Müssen musst du gar nicht. Doch. Das gehört zu meinem Privattraining mit dazu, ja. Man muss auch das tun, was man nicht gern möchte. Privat-Teamplay-Training. Genau. Und da wir ja hier auf unserem Kanal eh noch keine Werbung haben, möchte ich dich jetzt bitte mal einführen. Wer Privattraining in Sachen Battlefield 3 Teamplay möchte, melde sich doch bitte bei mir. Telefonnummer hinter der Kanalbeschreibung. Die Bezahlung reden wir später. Und genau. Danke. Bis zum nächsten Mal bei Arnes Teamplay Training. Das ultimative Training für Nicht-Teamplayer. Hat gewirkt. Ne? Ach ja, stimmt. Wir haben ja noch einen Einstellungstest für unser Squad. Wir suchen nämlich einen Squad-Mitspieler. Ja, das müssen wir nämlich auch dazu wählen. Also diese vier hier, der Q900XXD, Devilis, was auch immer, dann der Mackie91, die mussten alle einen Einstellungstest durchmachen, wo sie bestimmte Fragen durchbrechen mussten. Und die mussten 100% haben, um zu bestehen. Und hier sehen wir sie. Und bei den Studenten unter euch, ihr kennt, oder bei den, bei denen die Studenten waren, die kennen ja sicher den Abschlusstest. Der ist wesentlich schwieriger unter Einstellungstest als Abitur. Und dann vielleicht die Azubis oder wie auch immer, die kennen wahrscheinlich den Einstellungstest, den psychologischen. So in der Art läuft das ab, man bekommt ein paar logische Denkaufgaben, dann ein paar Reaktionstestaufgaben, aber wie gesagt, man muss halt 100% von jeder Aufgabe haben. Ja, das schaffen nur die wenigsten unter uns. Genau. Deshalb hohen Respekt vor diesen zwei Typen. Ja, zwei Spieler. Tja. Was gibt's denn noch so zum Erzählen? Vieles. Also man muss dazu sagen, es gibt sehr viele Sachen, die wir jetzt erzählen könnten, aber eben deshalb, weil es so viele sind, wissen wir einfach nicht was. Ja, das ist immer unser Problem. Immer wenn wir ein Commentary machen wollen, wissen wir immer so viel zu reden, aber wir wissen immer nicht genau, was wir reden. Wir könnten ja ein kleines Untertitel... ein kleines Video machen, wo du als Black Ops 2 Spieler ein bisschen über Black Ops redest, wie es dir gefällt. Also Multiplayer, Kampagne hast du wahrscheinlich sowieso noch nicht. Kampagne habe ich schon. Okay. Aber da kann ich auch schon was dazu erzählen. Dann red mal. Ich sterbe mich hin und esst ein bisschen Popcorn. Naja, okay, so direkt wiedergeben kann ich das auch nicht. Direkt. Das mach ich was? Dann. Ja. Das mach ich dann, wenn es soweit ist, wenn wir dann ein schöner Triple nehmen. Schöner Double und ein Teamkill leider. Und dann. Also zum Zombie-Mode kann ich was dazu erzählen. Also. Den finde ich so 10.000 mal besser als den im Black Ops 1. Endlich mal Zombies, die nicht hinrennen und man gleich tot ist. Na ja, okay, die rennen schon hin, aber irgendwie finde ich die sind einfacher geworden.
Vor allem, weil okay. die hat da irgendwie eine größere Fläche, wo man rumrennen kann. Beim Black Ops 1 ist da immer alles so klein gewesen. So kleinere Räume. Und da ich mich einmal umgedreht und dann schon war ich tot. Ja, okay, bis Runde 10 habe ich es immer geschafft und dann war es leider vorbei. Okay. Und wie findest du jetzt an sich den Multiplayer? Also besser als MW2 oder MW3? Ja gut, MW3 ist jetzt wahrscheinlich nicht so schwer, das jetzt zu erraten. Gegner, scheiße. Naja, also der Multiplayer, der ist ja... Ich will gar nichts dazu sagen, aber... Einfach nur grottenschlecht. Also nicht so schlecht wie MW3, aber... Okay. In MW3, da konnte ich noch eher Kills reißen als da. Da ich eigentlich habe ich ja am liebsten MW2 gespielt. Oder MW1. Oder Black Ops. Ja. Black Ops war eigentlich erst spielbar, als MW3 rauskam. Davor konnte man das nicht spielen, lauter Camper und so Zeug. Ja, aber wie ihr seht, ich spiele jetzt ja gerade im Moment nur Battlefield 3. Fast nur Battlefield 3. Und ja, das ist nicht gut. Ich habe mir sogar heute ein DLC, habe ich das überhaupt schon gesagt? Ja, das habe ich glaube ich schon im letzten Teil gesagt. Genau, ja. Also okay. Close Quarters hier. Ja, eigentlich wollte ich mehr Aftermath kaufen, aber irgendwie... Nur für Premium-User. Aber das muss ich dazu sagen, Aftermath finde ich jetzt... Also es kam ja jetzt ein Video raus, oder auch noch nicht, keine Ahnung. Finde ich jetzt nicht so toll, also dieser neue Modus Scavenger, nicht so meins. Aber was auf jeden Fall top ist, ist die Armbrust. Die ist echt übel geil. Ja. Hätte ich nicht gedacht, weil es ja vor allen Dingen die Idee so geklaut ist von Crysis und was weiß ich noch alles. Black Ops hat ja jetzt auch eine Armbrust. Aber die Umsetzung, top. Ja, Black Ops hatte schon im ersten eine Armbrust. Ja. Naja, also. Ich wollte mir eigentlich wegen der Armbrust eigentlich auch den Markt kaufen, aber da das ja noch nicht zur Verfügung steht und ich keinen Bock habe bis zum 20. zu warten, habe ich mir halt ein Close Quarters dabei gekauft. Genau. Ich habe in meinem kleinen... Da Mafia auch schon erwähnt. Du musst nochmal sagen, du hattest gerade irgendwie so eine... Okay, ich hatte zu dem Preview-Video von Aftermath ja schon erwähnt, dass ich das mit diesem Premium-Dienst nicht so wahnsinnig toll finde, weil ich finde das irgendwie schon ein bisschen verarsche, ehrlich gesagt. Eben halt auch deshalb, weil, was weiß ich, diese ganzen Double-XP-Events finde ich eigentlich von der Idee her gar nicht so schlecht, aber dass es nur für die sind, die, Dings haben Premium, das finde ich allerdings schon ein bisschen scheiße. Ja. Naja, das ist schon so. Naja. Die meisten haben sich ja Premium gekauft wegen den DLCs. Eben, genau. Und man hat ja man kann ja seine Waffen da auch einfärben und so Zeug. Genau, oder so Schnickschnack. Und was ja auch noch dazu kommt, ist halt, dass die, also hier an der PlayStation 3 merkt man das ja noch nicht allzu sehr. Aber mein PC ist es schon wirklich heftig, was da jetzt sich verändert dadurch mit diesem ganzen Double XP. Du siehst eigentlich nur noch, kannst ja mal gerade Select drücken und dann das Gegnerteam zeigen. Das ist eigentlich bei PC Standard. Also diese ganzen Double XP haben eigentlich nur das bewirkt, was ich hasse, dass Battlefield 3 fast nicht spielbar wurde. Weil es nur noch Level 100 da und was weiß ich noch alles gibt. Ja, immer die Level 100er, vor allem viele Level 100er, die spielen dann so Sachen wie AEK und so Zeug. Ja, genau. Die es überhaupt nicht nötig haben, so eine Noob-Waffe zu nehmen, spielen gerade der. Das finde ich jetzt ehrlich gesagt schon... ein bisschen doof. Naja. Aber bei mir läuft eigentlich zurzeit gar nicht so schlecht, obwohl ich erst wieder seit 3 Tagen Battlefield 3 spiele. Habe ich eigentlich... Bisher, naja, okay, die Runde ist jetzt eigentlich nicht so toll, aber sonst eigentlich immer ganz gute KDs rausgerissen. Also wenn jemand dieses Video sieht, mich würde echt mal interessieren, das frage ich mich nämlich schon selber auch immer, was spielt ihr lieber? Spielt ihr lieber auf der Konsole Shooter, also mit Sticks und diesen ganzen Tasten, R1 und so, oder aber spielt ihr lieber am PC mit der Maus?
Weil das ist ja schon ein Riesenunterschied. Also ich weiß auch nicht, was besser ist. Auf der einen Seite kannst du mit der Maus schneller lenken. So. Lenken ist auch gut. Als dich umdrehen und so. Auf der anderen Seite kannst du mit dem Stick einfach besser aimen. Ja. Nee, ich kann dazu nicht viel sagen. Ich habe bisher erst eigentlich einen Ego-Shooter auf dem PC gespielt und das hat auch noch richtig rumgeleckt, also. Du meinst Battlefield Play for Free? Nee, nee. Ach ja, stimmt, die Umsonstspiele habe ich auch noch gespielt. Nee, ich meinte World at War. Ach so, Call of Duty wurde bestimmt. Ja gut, also, ja, wie gesagt, ich kann mich auch nicht so ganz entscheiden, was jetzt besser ist. Beide hat Vor- und Nachteile, wie so vieles im Leben. So, das war jetzt ein psychologischer Einwand, aber keine Ahnung. Naja, was ich auch ziemlich ein Beschiss finde, ist mit Nuketown 2025. Das war ja ein Treyarch-Reinfall. Ja. Oder auch von Activision, weiß ich jetzt nicht genau. Ja, besser von Activision, ja, Treyarch hat da nichts zu tun. Ja, das... Für die Vorbesteller, dann, sollte es 7 Tage, glaube ich, Double XP oder so. Und dann war es ja nur 6 Tage dauern, dann haben sie ja Nuketown gleich damit entfernt mit dem. Das ja. 24/7 Nuketown. Und ja, das ist einfach nur blöd. Dann wie findest du eigentlich beim Mod, achso, wolltest du noch was sagen? Ja, dann sie haben es ja jetzt halt ja mittlerweile wieder eingefügt in auch mit anderen Karten. Ich glaube Moshi Pit war das. Oder irgendwie so. Naja. Aber das macht ja nicht so viel Spaß. Only Nuketown war am besten. Ich weiß auch nicht, die Black Ops 2 Maps, die finde ich jetzt nicht so toll irgendwie. Sind wieder so zugemüllt. Ich weiß, dass ich dich jetzt ziemlich unterbreche, aber. Ja, kein Problem. Wie findest du eigentlich dieses neue Multiplayer-Zeug da, dieses Pick 10 oder wie das Ganze heißt? Pick 10? Ja. So ein Spiel. Naja, keine Ahnung, was das genau war. Also das steht drin, dass das irgend so ein neues Feature ist, dieses Pick 10 Modus System. Ach so, Pick 10. Ja, Pick 10. Du meinst wohl die 10 Punkte Verteilung bei genau, ja. Genau. Ja, man kann halt individuell seine Klassen modifizieren. Also man kann zum Beispiel jetzt halt, zwei Aussätze kann man von Haus aus schon drauf bauen und einen zusätzlichen noch mit einer Wildcard. Und es gibt ja verschiedene Wildcards, zum Beispiel für Perks, dass man halt zwei Perks nehmen kann zu dem jeweiligen Tier. Gibt es halt eine Wildcard dazu. Dann gibt es halt für 3 Primär-Aussatz, dann für 2. Sekundär-Aussatz, dann was gibt's noch? Overkill hieß es, glaube ich, also 2 Primärwaffen und die verbrauchen einen zusätzlichen Punkt. Also wenn du eine Wildcard mitnimmst, dann musst du für die Wildcard einen Punkt einsetzen und dann noch für das, was du da einsetzt, also zum Beispiel noch ein zusätzliches Perk. Ja. Okay. Und man kann auch, wenn man jetzt keine Sekundärwaffe mitnimmt oder keine Primärwaffe, dann hat man automatisch ein Kampfmesser dabei. Also da rennt man dann mit dem Messer rum und das ist echt übertrieben. Wie gut man damit messern kann, das ist eigentlich schon fast so gut wie das Ballistikmesser. Ballistikmesser. Und man kann auch ganz ohne gar nichts mit rumrennen. Auch ganz lustig. Ja gut, aber. Ja. Hat man damit auch guten Skill? Mit dem Messer. Ja? Ja, es ist halt schon ziemlich gut, vor allem wenn du jetzt halt dich komplett jetzt halt auf Laufen und so und Rennen die Perks halt da spezialisierst, wenn du das Messer nimmst, das ist dann schon so ein halbertes Kommando Pro irgendwie. Okay.
Ja, okay, kann man jetzt nicht vergleichen mit Commando Pro, aber ist halt schon ziemlich nervend. Ich finde ja sowieso das Battle, das Call of Duty macht man ja so billig, dass man einfach nur hinrennt, einmal so kurz drüber zieht und dann ist er sofort tot. Ja, das passiert ja auch. Ach, schade. M98. Scheiße. Tot, 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 dem Feind. Yeah, Kopf drauf. Was Ach, dieser kann, Sniper dahin. was kannst du bisher zu Far Cry Story sagen? Far Cry Story kann ich jetzt eigentlich allzu viel noch nicht sagen, weil ich habe erstmal noch nicht, bin noch nicht allzu weit. Die Tutorial-Mission habe ich jetzt hier hinterlegt. Hinterlegt. Ja, fertig halt. Und jetzt habe ich gerade diesen Dennis da kennengelernt. Gut, den kenne ich jetzt auch schon mittlerweile als einen guten Kumpel, aber. Also ich bin 5% ungefähr, habe ich ungefähr, schätze ich mal. Aber ich finde, also die Story ist schon geil. Also dieser Part erinnert mich ein bisschen an Joker. Nicht nur, weil er irgendwie die deutsche Stimme von dem hat, die irgendwie übelst geil ist. Aber auch irgendwie, weil er direkt so durchgeknallt ist irgendwie. Ich weiß auch nicht. Also schon top. Und vor allen Dingen finde ich auch diese Open World Schwierig. Thematik ganz gut, dass du halt in diesem ganzen Dschungel rumrennen kannst und à la Assassin's Creed jagen kannst und alles Mögliche. Generell finde ich irgendwie, das Spiel ähnelt viel zu viel, meiner Meinung nach, Assassin's Creed, weil fast vieles so gleich ist. Das mit dem Funkelturm ähnelt dem Hochklettern von diesen Aussichtstürmen in Assassin's Creed. Und die die ganzen 360 Grad drehen. Ja, genau. Dann dieses, ja, soll ich sagen, diese ganzen Questgebung generell erinnert mich alles an Assassin's Creed, das mit der Karte und allem Möglichen. Auch wenn man irgendeine Quest abgeschlossen hat, kommt oben drüber diesen Haken, du hast Quest bla 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 abgeschlossen. Also das ist irgendwie ziemlich Assassin's Creed abgeschaut, aber meiner Meinung nach nicht schlecht. Und jetzt passt es perfekt und ist zu Ende, dein Team hat verloren, scheiß KD. Sehr gut. Ja, 38, 39 jetzt. Halt. Ja, auch nicht meiner Vorstellung, aber gerade noch so. Und ich glaube, ich bin sogar. Habe ich Glück? Habe ich Glück? Habe ich Glück? Nee, habe ich nicht. Ich glaube, dafür habe ich zu wenig Punkte. Ich könnte gleich Level 2 aufsteigen, aber nee, das schaffe ich nicht. Schade. Ja, Level 2. Nee. Level 2. Was? Nee, Level 41. Du hast gerade Level 2 gesagt. Ich bin fast auf Level. Wie viele Punkte fehlen dir noch? Moment, mir fehlen noch 1128. Mir fehlen noch 2200. Top. Ja, und das war's dann für heute mit dem Teil 2. Teil 3 folgt. Genau. Und ciao. Das wird eine schöne lange Runde. Ciao. Ciao. Thank you.